Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die August- und September-Doppelbox von der My Little Box, die ich jetzt hier habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wo fange ich an? Zuallererst ist das eine Kooperation. Das heißt, ich bekomme die Box zugeschickt und darf tatsächlich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Man konnte sich dieses Mal bei der ganz neuen Doppelbox, also normalerweise ist für Juli und August immer eine Doppelbox, nein Quatsch, für Juni und Juli eine Doppelbox, genau, und jetzt haben die auch für August und September eine Doppelbox gemacht, konnte man sich ein Motto aussuchen. 70er, 80er oder 90er. Und ich habe hier die 90er. Das ist meine Kindheit, Leute. Ich bin 89 geboren und ich bin einfach gespannt, inwiefern ich jetzt quasi in die Vergangenheit reisen werde. Und ihr könnt mit Dancing Queen, das ist der Code, den ich aktuell habe, 10 Euro auf diese Doppelbox sparen, sodass ihr 27,80 Euro oder 90 bezahlen würdet. Und ja, genau. Ne? Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles verlinkt. Ja, die My Little Box. Mensch, ist eigentlich eine Box, die monatlich erscheint. Jetzt dieses Mal ist es ein bisschen anders. Sie enthält normalerweise eine Geschichte, die uns immer so ein bisschen mit auf eine Reise nimmt. Das Ganze ist sehr, sehr liebevoll gestaltet. Dann haben wir zwei Accessoires immer und drei Beauty-Produkte. Und jetzt haben wir quasi alles doppelt. Also die Geschichte ist immer noch eine Geschichte, aber wir haben vier Accessoires und sechs Beauty-Produkte hier drin. Und ja. Na, ich bin so aufgeregt. Das ist richtig cool, weil allein diese Verpackung ist schon mal richtig geil. Ne, da haben wir diese Smileys und das ist halt so richtiger, richtig 90er Jahre. Ja, Back to the 90s steht es ja auch drin. Ne? Finde ich richtig cool. Das ist so liebevoll gestaltet und ich habe da jeden Monat aufs Neue richtig Bock drauf. Und das Ganze startet ja auch schon mit dieser Bauchtasche, was ich einfach cool finde. Ich finde es praktisch. Also sowas verwende ich gerne, wenn ich mit Sammy spazieren gehe oder so. Ich brauche halt manchmal auch die Hände frei. Ich weiß gar nicht, ob man das lang genug machen kann. Ich denke schon, dass man sich das so crossbody machen könnte. Ne? Ist aus so einem Kordstoff, was ich auch ganz angenehm finde. Dann könnte man sich, ja, ist auch so, oh, Entschuldigung, das war mein Tisch, so einfach umschnallen. Ne? Das ist ja auch relativ fancy. Und wie gesagt, man konnte sich halt aus drei verschiedenen Varianten eine aussuchen. Und ich finde, dass das hier sehr gut zu mir passt. Diese schwarze Tasche mit dem goldenen Reißverschluss ist wirklich auch sehr, sehr schick. Mag ich echt gerne leiden. Aber du kannst es natürlich auch kürzer machen und dann wirklich als reguläre Bauchtasche verwenden. Wir schauen jetzt rein. Also, oh, guck mal, das ist von innen. Das ist ja cool. Das passt so gut auch zu der Tasche. Das ist ja genial. Das ist dieser Stoff, den wir auch bei der MAC X My Little Box jetzt letztens hatten. Bei diesem Bandana. Habe ich das nicht noch irgendwo hier liegen? Ja, hier habe ich es liegen. Das habe ich euch auch tatsächlich in dem Video gezeigt. Ne? Das passt richtig gut zusammen. Finde ich cool. Also das ist natürlich jetzt ultra praktisch. Ne? Okay, also wir haben vorne eine kleine Tasche. Da ist jetzt aber nichts drin. Wir haben jetzt aber diese große Tasche. Und die mache ich jetzt auf. Und die, meine Lieben, ist prall gefüllt. Oh mein Gott, wie cool. Okay, also, womit starten wir denn? Ich habe hier zuallererst eine Catrice Pro Slim Eyeshadow Palette in der Farbe Blushing Ocean. Das ist diese hier. Auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Ich glaube, die Beauty-Produkte sind auch bei allen gleich oder der Inhalt, ne? Aber da ging es jetzt auch viel so um die Verpackungsgeschichten und auch um die Verpackung von den Produkten, die wir hier gleich noch drin finden werden. Ja, eine sehr, sehr schöne Lidschattenpalette, wo ich gerne auch dieses Blau und dieses Türkis mag. Ich habe die Palette selber auch da. Es tut mir so leid, es ist so warm und ich bin so durchgegart irgendwie. Sehr, sehr schöne Palette. Da kannst du neutrale Looks mit schminken, aber auch mit den Pop-of-Colors ein bisschen eskalieren. Und ich finde auch, dass die Pro Slim Lidschattenpaletten von Catrice eine echt gute Qualität haben. Ne? Dann habe ich hier von Avène Hydrance Boost ein Serum drin. Das ist ja cool. Concentrated Hydrating Serum. 48 Stunden soll das entsprechend Feuchtigkeit spenden. Und hier haben wir 10 Milliliter drin. Ich kenne ja von Avène auch dieses Spray. Dieses Wasserspray, das ist sehr, sehr hautberuhigend, sehr, sehr angenehm. Und dann haben wir hier auch dieses Serum. Das finde ich schön, ist auch in so einer Glaspipette, ne? Kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Also alles, was irgendwie Feuchtigkeit spendet, da schreit meine trockene, sensible Haut echt nach.
Und ja, es ist eine französische Box, deswegen haben wir hier auch französische Marken drin. Ich finde es ehrlich gesagt sogar cool, dass wir hier mal ein bisschen was Spezielleres, also spezieller nicht, sondern dass wir ein Drogerieprodukt hier drin haben von Catrice, ne? Weil das ist für die My Little Box sehr speziell. Ja, genau, weil im gleichen Zuge kommt dann auch einfach ein Barbour-Produkt mit um die Ecke und zwar dieses Cleanformance Clay Multi Cleanser. Ja. Der ist halt entsprechend zur Hautreinigung gedacht. Wahrscheinlich ist es zum Double Cleansing der zweite Schritt. Ne? 20 ml haben wir hier drin. Und damit kann man nochmal richtig intensiv das Gesicht reinigen. Jo, schaut so aus. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass es für mich jetzt nicht zu austrocknend werden könnte. Aber mal schauen. Barbour ist ja normalerweise, oder Dr. Barbour ist ja normalerweise auch sehr ja, gut von den Inhaltsstoffen her. Ne? Also kommt sie hier um die Ecke mit Barbour und Catrice in einer Box, finde ich super witzig. Gut, wir haben hier noch weitere Make-up-Produkte drin, beziehungsweise Beauty-Produkte, aber wir schauen doch mal so ein bisschen in diese sehr speziellen Fancy-Produkte. Il Jouet du Pinceau Debout. Mhm. Also es scheint ein Pinsel zu sein. Le Pinceau dont vous êtes le chef d'œuvre. Du bist der Chef von irgendwas. Dein schwungvoller Stehpinsel, der Pinsel, dessen Meisterwerk du bist. Ah, okay. Trage deinen losen Puder oder sogar Rouge auf. Du wirst begeistert sein. Die runde Form des Pinsels passt sich perfekt an deine Gesichtskonturen an. Mit seinem Griff aus FSC-Kiefernholz ist dieses kleine Tool rund um die Uhr einsatzbereit. Don't stop me now. Also man kriegt ja auch ein paar Ohrwürmer tatsächlich, ne? Das ist ja großartig. Oh, okay. Das ist so ein Kabuki, ne? Also die Härchen sind jetzt nicht ganz so perfekt, bin ich ehrlich. Also hier steht auch ein bisschen was ab. Das würde ich dann ein bisschen kürzen, ne? Aber ansonsten ist es ein schöner Pinsel. Mag ich gerne leiden. Oh, schön weich auch, ne? Mag ich gerne. Ja, damit kann man auf jeden Fall gut was machen. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen gelöst. Das war gerade doof. Achso, das waren auch die losen Härchen von eben. Ja, das kann manchmal bei der Verarbeitung passieren, ne? Hier steht My Little Box drauf. Ja gut, aber ich habe jetzt einen Kabuki. Der wird auf jeden Fall seinen Einsatz hier finden. Dann habe ich hier Money, Money, Money. Los geht's mit dem nächsten Ohrwurm. Eine Kassette, wie geil ist das denn? Das prall gefüllte Portemonnaie mit seiner poppigen Farbe und seinem 90s-Vibe hat dieses Portemonnaie alles, was ein cooles Accessoire so braucht. Außerdem macht es sich nützlich, da es dank seines Reißverschlusses all deine Talerchen sicher verstaut, bevor du sie wieder stilvoll in Umlauf bringst. Richtig witzig. Wir hatten jetzt schon das ein oder andere Mal auch ein Portemonnaie mit dabei. Ich finde es eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Also du hast hier vorne auch noch so zwei Fächer, wo man vielleicht, keine Ahnung, ein Parkticket und eine Eintrittskarte drin aufbewahren kann. Und hier dann halt das Geld, ne, dass nichts rausfliegt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Für mich persönlich ist sowas halt ein perfektes Party-Portemonnaie. Das passt einfach ganz gut in eine Handtasche rein. Und da muss man nicht das große Portemonnaie mit sich rumschleppen. Finde ich persönlich praktisch und wird auch dementsprechend seinen Einsatz finden. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so geflasht davon, weil wir tatsächlich jetzt schon in letzter Zeit öfters ein Portemonnaie drin hatten bei der My Little Box. Ne? Deswegen hätte ich mich da eher über ein anderes Produkt gefreut, aber trotzdem süße Verpackung. Dann habe ich hier noch, was bist du denn? Bunte Klammer, plane deine Ausflüge nicht mehr nach fälligen Haarwäschen. Unsere Haarspange aus recyceltem Plastik eilt zur Rettung. Sie zaubert uns im Handumdrehen eine frische Frisur und bringt Pep in deinen Look. Das Hair-Update in Klammerform. Put your hair up. Okay, ja, 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 okay, okay, okay. Also ist eine Haarklammer hier drin. Das finde ich gut. Ich mag Haarklammern. Finde ich auch ganz praktisch, ne? Denn ich mache meine Haare auch gerne einfach mal schnell zurück. Jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo Julius einfach lernt, alles zu greifen, ist sowas Gold wert. Ja, das ist so eine eckige Klammer einfach, ne? Oh, die ist stark. Und dann mache ich das meistens so. Haare nach hinten. Brauchst ja kein Haargummi, ne? Hier steht einfach mal mein Wirbel wie eine Eins, ne? Das sind die Babyhaare im wahrsten Sinne des Wortes. Die kommen dann halt nachher wieder. Okay, so, mache ich mir das so, dann drehe ich mir die Haare. Das ist jetzt wirklich, damals habe ich auch viel, in den 90ern habe ich viel Haarklammern gehabt und so diese kleinen auch, ne? Richtig witzig, das passt. Definitiv, also es passt zum Thema. Sowohl von der Farbe her, dieses poppige Pink. Hat auch diese Barbie-Vibes natürlich, ne? Und ja, dann nehme ich die Klammer. Zack. Oh,
Dann müssen wir nochmal üben, Claudinchen. Das ging damals ein bisschen einfacher, ne? So, genau. Dann habe ich das jetzt hier drin, das Schwänzchen. Ja. Und dann hat man die Haare aus dem Gesicht. Und trotzdem irgendwie so ein bisschen Farbiges im Haar. Ich finde das gut. Also die wird auf jeden Fall auch öfters mal verwendet werden. Dann habe ich ein großes Produkt von Caudalie hier drin. Was bist du denn? Hyaluronic Nourishing Body Lotion. Schön. Mit Hyaluronsäure, Shea Butter und Polyphenolen. 200 ml sind hier drin. Richtig gut. Das kann man gut gebrauchen. Caudalie ist auch öfters mal in der My Little Box vertreten. Riecht sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Auch ein bisschen was Blumiges mit dabei. Das mag ich. Die wird auf jeden Fall verwendet werden. So, zwei Nagellacke sind hier drin. Das ist sehr, sehr schön. Oh Gott, bist du schön. Ein Dazzling Top Coat von der My Little Box Eigenmarke. My Little Beauty. You nailed it, Whitney. Okay, Whitney Houston wird hier angesprochen. Sehr cool. Und da haben wir dann, oh, seht ihr diese Sparkles? Das ist schön, ne? Ja, und My Little Box hat bislang noch keinen Nagellack rausgebracht. Jedenfalls nicht, dass ich einen hätte. Und hier habe ich direkt schon den nächsten. You Nailed It Britney. Okay, die Farbe habe ich tatsächlich schon, deswegen wird das hier weiter wandern. In der Farbe Raspberry. Wunderschöner Beereton, der jetzt natürlich auch zu dieser ja, Barbie-Geschichte passt, ne? Und Britney Spears ist natürlich jetzt auch gerade wieder mega im, wir reden alle irgendwie gefühlt drüber, ne? Also ich habe letztens noch einige Videos von ihr geschaut, beziehungsweise was da so alles im Hintergrund und oh mein Gott, die Britney-Verschwörung. Ja, habe ich gesehen, ich kann euch, ja, wenn ihr das euch anschaut, solche Videos, dann werdet ihr gefühlt nur noch solche Videos angezeigt bekommen. Ich habe das echt ein Video davon gesehen von Alicia Joe, dass sie darauf, glaube ich, reagiert hatte. Und seitdem bekomme ich in meiner Timeline nur noch irgendwie solche Britney Spears Videos angezeigt. Das ist Wahnsinn. Okay, so viel dazu. Ist auf jeden Fall ein wunderschöner Himbeereton. Mag ich gerne. Habe ich aber, wie gesagt, schon da. Und dann habe ich hier das letzte. Pins Me Up Before You Go Go von My Little Box selber. Pins, die Schwung in die Sache bringen. Unser Duo klingt wie Britney Spears und Justin Timberlake, okay, und besteht aus recyceltem Metall. Trage es auf deiner Crossbody-Bag oder pimpe dein Outfit mit ihnen. Ah, klar, kannst du auch die Tasche auch mit drauf machen. Oh nein, wie geil. Da haben wir den Zauberwürfel und ein Gameboy. Okay, wow, das finde ich fancy. Es ist wirklich fancy. Ist für mich halt Retro, es ist Kindheit, es ist großartig. Hattet ihr damals einen Gameboy? Ich hatte keinen. Nee, leider nicht. Aber mein Freund hat mittlerweile einen, weil er ein Geschenk gekriegt hat. Das ist super witzig. Und diese Zauberwürfel waren für mich persönlich damals immer ein Mysterium. Ja, it is wie it is, ne? Okay, also das waren jetzt einmal die Produkte, die ich euch zeigen konnte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beauty-Produkte. Mehr. Nee, 7 Beauty-Produkte. Wahrscheinlich werden die Nagellacke als ein Produkt gezählt, okay. Und 1, 2, 3 und 4. Genau, haben nach 5. Accessoires? Okay. Also doch irgendwie jeweils ein Produkt mehr, als man erwarten würde. Ich finde es cool, muss ich wirklich sagen. Ich mag diese Tasche sehr, sehr gerne. Vor allem, wenn man ja auch überlegt, man bezahlt, wenn man die jetzt neu abonniert, 10 Euro weniger mit Dancing Queen. Ne? Das ist wirklich auch nochmal schön gespart. Und man bekommt da echt was für sein Geld. Ich kann euch auch mal den geschätzten Wert so ein bisschen einblenden. Das habe ich ja auch immer geguckt, ne? Dass ich das irgendwie euch so ausrechne. Denn gerade so bei den Accessoires ist immer ein bisschen schwierig. Aber es ist wirklich eine schöne Box. Ich kann euch die empfehlen, weil die halt einfach so ein bisschen dieses Shishi drumherum hat, was halt irgendwie zu der Box passt. Es ist sehr, sehr liebevoll gestaltet. Du hast immer irgendwie so ein Thema, worum sich alles dreht. Muss aber nicht drauf verzichten, schöne und hochwertige Beauty-Produkte zu bekommen und wirst einfach auch mal so ein bisschen an andere Sachen herangeführt, was ich einfach schön finde. Also ich mag die My Little Box super, super gerne und kann euch die wirklich wärmsten Herzens empfehlen. Alles dazu in der Infobox verlinkt, schaut da gerne einfach mal rein. Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!